Dann kommt jetzt der Brocken hier. So. Und da werde ich es ähnlich machen, werde ich auch unten die besonderen hinpacken und darüber die Standardsachen sozusagen. Okay, Clay gehe ich mal von aus, kann man nicht anders produzieren. Bone Meal, gut, passt. Wood Pulp, gehe ich auch von aus, dass es nicht anders geht. Hallöchen Wolfi, schön, dass du da bist, wie geht's dir? So. Wie produzieren wir das? Indem wir Certos Quartz Crystals einschmelzen. Mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage. So, können wir das irgendwie anders noch bekommen? Ja, indem wir das Ganze pulverisieren. Das heißt, da wird es jetzt tatsächlich ein neues Rezept für geben. Oh nein, das wird anstrengend werden. Wobei die Frage ist halt, wofür brauchen wir überhaupt das Dust? Für Sky Steel? Und das war's. Das heißt, man könnte sich auch überlegen, das so zu lassen. Aber ich gehe davon aus, den Block brauchen wir definitiv für nichts anderes. Bei uns sind die Automatisierungen auch mittlerweile am Laufen. Cool! Wie weit seid ihr? Also ihr spielt auch Greg Block, war das, oder? Wie weit seid ihr da? So. Ach ja. Das ist jetzt die doofe Frage, weil wir müssen es halt über einen Elektrolyzer machen. Da kriegen wir Barite-Dust noch raus. Und das wir nicht brauchen. Hier kriegen wir auch wieder Barite Dust raus. Und da würden wir Stein und Nein, das ist ja Barite jetzt gerade. Hier, da. Da würden wir Quarzite rauskriegen, was wir aber, glaube ich, auch ganz normal als Erz haben. Genau, wir sind bei PUH, du fragst mich Sachen von der Questline bei IV, glaube ich, war es. Wenn du gegen Quest brauchen musst, kann ich dir sicher sagen. Klar. Also, wenn ihr da bei IV seid, seid ihr schon echt weit. Aber gut, ich habe auch ganz viel dumm gemacht, einfach nur deswegen brauche ich auch wahrscheinlich deutlich länger als normal. Ja, MV bin ich jetzt fast durch, HV muss ich noch ein paar Sachen machen. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht alle Quests in jeder Questreihe gemacht, oder? So, ja. Also EV brauche ich halt noch jede Menge Maschinen und sowas. Wobei ich halt theoretisch auch bei IV direkt weitermachen kann. So, das heißt, ich will den Certos Quarz Block rausschmeißen, weil den brauche ich dann nicht mehr. Und das Certus Quartz Dust will ich tatsächlich übers Pulverizen machen. Das heißt, einmal das rein. Kriegt man da tatsächlich 4 raus? Bin ich blind? Wo ist das Crushed? Da. Da bekommt man tatsächlich 4 Stück raus. So. Das heißt, das brauche ich einmal. Wir machen die Sachen, was wir gerade brauchen und bauen eine Maschine und merken, Uli, das ja war eine Quest, also eine viele Quests sind noch offen. Ah, okay, gut, ja. Also Quests, die ziehen tatsächlich auch einiges an Zeit. Muss man leider sagen. So. Dann das einmal rein. Und halt rauszufinden, wie man effektiv Strom macht, kostet auch einiges an Zeit. Ich weiß halt nicht, ob ihr da direkt auf Reaktoren gegangen seid. So.
Und das einmal da rein. Und hier wird es auch langsam knapp. Würde ich einfach mal sagen, baue ich jetzt auch die nächsten vier drauf. Hoppa. Und Koppel. Beziehungsweise sind das überhaupt vier oder habe ich hier zu viele? 2, 4, 6, 8. Passt noch. So. Zack. Und das Schlimme ist auch, denken, während man nebenbei streamt oder Content liefern will, ist, naja. Ja, genau, also so läuft es bei mir auch, nur dass ich mittlerweile drei Reaktoren da stehen habe, die halt gegebenenfalls ausschalten, wenn ich nicht so viel Strom brauche. So. Und dann sollte ich jetzt theoretisch Zertus Quartz Dust haben, genau. Das heißt, das wird zu dem. Und das Nebenprodukt, was ich da rauskriege, brauchte ich nicht, genau. So, wo ist Platz? Da ist Platz. Und das Rezept kommt weg. Da brauche ich aber noch ein paar Upgrades hier. Na, ganz nach oben muss ich noch. Okay, so, das heißt, ich kann hier schon mal die drei Sachen einspeichern. Wie hast du das mit dem ME-Speicher gemacht? Hast du lauter Festplatten? Ja. Also da habe ich einmal die Festplatten und hier ein paar 16 Millionen Festplatten. Und meine Dauerproduktion begrenze ich, sodass maximal 4 Millionen Items produziert werden. Also, hier kommt es halt daher, weil Plant Ball und Raw Rubber kriegt man ja gleichermaßen. Und Plant Ball ist noch nicht voll. Das gleiche habe ich auch da drüben mit der ja, Flüssigkeitsbatterie gemacht, wenn man das so nennen möchte. Na? Es scheint ein bisschen zu viel Nitrogen aktuell reinzukommen. Genau, also hier werden sozusagen ja, die Flüssigkeiten gespeichert bis 50 beziehungsweise oh Mann, 55 Millionen wird produziert und alles drüber wird gelöscht. Und da habe ich hier halt ja, so ein paar rein, netterweise hat mir jemand dabei geholfen. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ich bin schlecht in Namen. Elite Cat, genau, das war's. Elite Cat hat mir netterweise dabei geholfen. So, und weiter geht's. Lithium, das ist komplett falsch, das Rezept. Kann man Coal Dust vielleicht noch ein bisschen sinnvoller herstellen? Außer, dass ich da viel zu viel von habe, gefühlt. Okay, ich könnte es komplett auch crushen. Okay, bei uns läuft es über ein Draw-System am ME mit Void-Upgrade. Hab ich tatsächlich für das Gesiebte auch. Aber nicht bei mir in der Nähe, weil Draw tendenziell dazu sorgen oder dafür sorgen, dass die FPS runtergehen. Also ich habe quasi. Na? So. Ich habe hier sozusagen eine zweite Insel, die. Na, genau. Da ist die Hauptinsel sozusagen, die ist mittlerweile ziemlich dicht herangewachsen. Und hier ist eine Zweitinsel, wo ich einmal Lava in großen Mengen produziere. Für Netherrack unter anderem halt. Ich weiß gar nicht, ist es mittlerweile. Ja, ist immer noch nicht voll. Okay, die braucht ganz schön lange, um voll zu werden. Naja, auf jeden Fall Lava produziere ich hier und hier habe ich meine ganzen Draw. Mit den Void-Upgrades und alles. Und ist halt hier am ME-System mit einem Quantum-Ring angeschlossen. Und hier oben habe ich noch ja, ein paar Wasserpumpen, die auch schon wieder gefährlich weit runtergehen, habe ich das Gefühl. So. Und darüber produziere ich sozusagen mein Wasser. Ist das tatsächlich
Ach so, weil Wasser voll ist. Okay. Ja, und halt alles über Redstone-Schaltung. Das heißt, beispielsweise hier drüben jetzt bei der ganzen Dauerproduktion. Also das sind die ganzen Maschinen, die alle dauerhaft was produzieren. Da ist hier unten dann halt schön mit Level-Emittern und allem drum und dran. Ja, quasi eine Zustandsanzeige. Und dementsprechend habe ich halt immer recht viel von allem. Aber halt nicht volllaufend, sozusagen. Gut. So, jetzt die Frage, mache ich es tatsächlich über Kohle? Ich glaube ja. Das heißt, ich habe hier normale Kohle. Und ich bin tendenziell auch nicht mehr so ein Freund von den Drawern momentan. Keine Ahnung warum, aber naja. Wenn du Lust hast, dann mal bei uns auf dem Server vorbeischauen. Können wir gerne mal gucken demnächst. Also ich habe wieder ein bisschen mehr Luft. Das können wir liebend gerne mal machen. Das ist Coal Ore Chunk gibt 2. Okay. Nein, das wollte ich da lassen. Das heißt, eine Kohle ist 2 von denen. Das Ganze muss, ja, dann jetzt hier irgendwo mal rein. Ich weiß, ich baue mich theoretisch jetzt selber zu, weil ich die Rezepte nochmal wieder durchgucken werde, aber ich mache es lieber so und es funktioniert jetzt schon mal, anstatt dass ich nachher massive Probleme habe. So, dann das in Pure. Das darf einmal hier rein. Und genau, das ist die Kohle. Und dann sollte daraus Coal Dust werden. Auch wenn ich, glaube ich, das Coal Dust tatsächlich aktuell nur als Nebenprodukt habe. Oder als Überbleibsel mehr oder weniger. Aber es soll alles seine Richtigkeit haben. So. Aber wie lange spielt ihr schon an dem Spielstand? Wenn ihr jetzt schon IV seid, seid ihr eigentlich schon relativ weit. So, und das sind nämlich die Kandidaten, die ich jetzt zerlegen möchte. Oder anpassen möchte, aber die kommen erstmal nach ganz oben. So, gucke ich mir gleich in Ruhe alle dann auf einem Schlag an. Okay. Stahl geht, glaube ich, nicht anders, oder? Oder kriegt man irgendwie anders Stahl das? 21.05. Und dann halt jeden Nachmittag wahrscheinlich dann so nach Arbeit, / Schule, oder? So. Gut, das geht tatsächlich nur darüber. Das heißt, das ist in Ordnung. Das geht definitiv anders. Das auch, das wahrscheinlich auch. Okay, nee, das geht nicht anders. Das geht auch nicht anders, das geht anders. Produziere ich nicht sogar die ganze Zeit Quarzsand? Nein, okay. Das heißt, das bleibt fast täglich von 21 bis 0 Uhr, je nach Laune und Zeit. Okay, gut, dann habt ihr auch schon einige Spielstunden zusammen wahrscheinlich. Das sind die ganzen Sachen, die nur da drüber gehen. Und ja, das muss jetzt auch alles wieder angepasst werden. Danke. Also gehe ich die jetzt einmal durch. Ja, Uran, das scheint mir alles das Richtige. Also das ist genau das, was ich halt haben will. Dass ich die Chunks quasi einfach klein mache. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menge einfach jetzt immer richtig ist. Auch wenn ich es rein logisch gesehen noch einmal überprüfen müsste, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es richtig ist. So, dann
Crushed aus Chunk, 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 Chunk und das ist wieder was Besonderes. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich bin der mit der wenigsten Spielzeit und wir sind 3 Leute. Ja gut, bei mir waren wir auch zwischendurch ein paar mehr Leute. Ja. Ich glaube, ich räume hier tatsächlich direkt wirklich eine Reihe mehr frei. Aber wenn das jetzt schon fast voll ist, naja, dann wird es nicht unbedingt besser. So, Orchunk, Orchunk. So. Gut, was haben wir hier noch? Orchunk. Orchunk, Orchunk. Aus Ingot das alles, glaube ich. Ja. Gut. 2, 4, 6. Oh, ich kann nur noch eins dran machen. Das kann problematisch werden. Ja, dann muss ich da vielleicht mal gucken, dass ich das ein bisschen umbaue. Koppel. Natürlich. Hopper. Mit wahrscheinlich auch wieder 3. Oder? Ja. So. Wobei, ich könnte auch die speziellen Sachen einfach hier mit reinpacken. Dann hätte ich ja noch Luft. Wenn ich jetzt einfach die beiden Dinger noch hier mit reinpacke, dann hätte ich ja noch mehr als genug Luft. Wenn es okay ist, sende ich dir in Discord schon mal den Link für den Discord. Kannst du gerne machen, wenn du es mir privat schickst. So, das alles einmal rein. Dann die kommen. Ich habe gerade meine Werkzeuge gedumpt. Shit. Eine Wrench, dann eine Crowbar und eine ein Screwdriver war das genau. Oder? Danke. Nee, warte. Oh nein, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Okay, der ist anscheinend komplett überlastet. Interessant. Das war doch Screwdriver. Ja, okay. So. Ja, ich frag mich mal ehrlich gesagt, warum der so überlastet ist. Ach, okay, vielleicht wegen dem Charcoal Dust. Gut, das heißt, hier nicht wieder den gleichen Fehler. Oder ich teile es ein bisschen auf. So. Dann kommt hier quasi Dust aus Ingots oder aus fertigen Sachen. So, und hier kommt sozusagen ein bisschen der, oder... Ja, ich mach mal so, dann kommen da die Metall-Dusts rein. Werde ich wahrscheinlich mir eh nicht mehr werfen können. Aber... Gut. Jetzt noch die letzten. Und dann bin ich endlich fertig. Also, Flux-Dust. Kann man das irgendwie anders herstellen? Nein. Das heißt, das darf definitiv hier bleiben. Und zwar dahin, weil das für mich so ein bisschen metallmäßig ist. Wobei Flint eigentlich auch metallmäßig ist. Gut. Und jetzt habe ich, glaube ich, nur noch alles Ingots. Ja. Wie...